Hallo. Heute mal ein kurzer Tipp. Ich hatte ja mal schon ein Video gemacht zu QML10, dem Ubuntu Dateimanager. Hier auf meinem Touchscreen. Das ist heute wieder mit der Kamera. Dazu gibt es schon ein Video, wie ich das gemacht habe, wie ich das installiert habe. Und das wird immer besser und geht immer besser. Und geht auch mittlerweile mit anderen Anwendungen. Zum Beispiel den vom Ubuntu Touch bekannten Kalkulator. 10 plus 20 ist gleich, ne? Geht auch, ne? Kann man auch machen. Man kann dann auch ein bisschen rumschieben mit diesen ganzen Anwendungen oder so Doku-Spiel-Scores. Wie gesagt, das geht hier, sofern man die Einstellung gemacht hat und einen entsprechenden Touchscreen-fähigen Monitor hat. Ich muss nur genau fummeln. Einstellungen und gucken. Am besten sieht man es vielleicht hier am Kalender-App. Ne? Da kann ich rumwischen. Ne? Das ist ein separat laufendes Programmchen. Ne? Richtig auch schon mit Schließen-Button, kein Problem. Und wenn man beachte, was war da los an dem Tag, kann man nutzen. Wunderbar. Und hier unten hat es dann die, wie auf dem Ubuntu-Phone üblichen entsprechenden kleinen Möglichkeiten abbrechen. Das blendet sich dann aus. Ne? Gut, kann man nutzen, wenn man es will. Monat, Tag oder Jahr. Also wer jetzt nicht unbedingt das Ubuntu Phone Paket komplett installieren will, sondern nur einige der, ich versuche gerade mal das ein bisschen größer zu kriegen, einige der Applikationen, kann ich das auch Vollbild geht auch. Ne? Vollbild geht auch. Ne? Das war so ein bisschen geisteskrank. Das ist ja eigentlich gedacht für ein kleines Smartphone. Und ich mache hier auf dem 27 Zoll Touchscreen rum. Aber das kann ja gerade der Spaß dabei sein. Ne? Kann ja gerade der Spaß dabei sein. Das geht auch mit QML10. Wie man es macht, habe ich schon mal gezeigt. Wie gesagt, könnt ihr mal gucken. Hier, wie gesagt, Infos und Deko. So, und dann haben wir hier das Terminal zum Beispiel. Ne? Ist auch jetzt in QML10. Das ist quasi das Terminal, das normalerweise auf dem Ubuntu Phone dann laufen würde. Ne? Sieht man hier dran. Panels. Control Keys kann ich mir dann zusätzlich holen. So, jetzt muss ich wieder fummeln, dass ich die Ecke erwische. So, na, ne? Panels, Funktionstasten, Panels, Text Control Keys, ne? Kann ich dann hier mit Pfeil nach oben holen. Ja, gut. Oder ich könnte es über die Bildschirmtastatur, die habe ich jetzt nicht im Moment eingeschaltet. Onboard könnte ich es auch machen. Ne? Oder ich habe die Uhr hier, ne? Die übliche Uhr, Stoppuhr. Wie auch immer, kann ich mal laufen lassen, dann weiß ich, wie lange ich hier schon schwätze. Gut, funktioniert also, ne? Funktioniert. Wie auf dem Phone, das kann ich natürlich im Vollbild machen, wenn ich will. So, ne? Geht auch. Ne? Gut, kann ich dann hier hoch. Panels, Text Control Keys, Panels, Hide. Ne? Kein Problem. Witzig, also man kann also mit diesen ganzen, beziehungsweise mit einigen den bereits vorhandenen Applikationen, die eigentlich auf dem Phone sind, hier auf dem normalen Desktop rumfummeln, braucht keinen Emulator. Man kann natürlich auch die verbesserte x86-Version des Ubuntu Phone Emulators nehmen. Geht hiermit. Ne? Haben wir schon mal bei Web Update gesehen, ne? Der Emulator für x86. Ne? Den habe ich schon mal installiert. Anleitung auf Web Update, Link. Habe ich schon angehängt und dann sehen wir gleich mal, dass die entsprechende Emulation schneller läuft. Beim ersten Start dauert es so ein bisschen länger, aber es geht wesentlich, wesentlich schneller als in meinem ersten Video. Ne? Sobald das hier erscheint, ist das gut. Wie gesagt, das ist jetzt die andere Möglichkeit, das komplette Phone zu simulieren. Ist ein bisschen komplizierter und weil das auf ARM-Prozessoren, ne, da haben wir jetzt das komplette Ubuntu Phone, die auf 27 Zoll, ich hatte erst überlegt, ob ich mal 27 Zoll hoch kann stelle, aber ich denke, das ist jetzt wirklich geisteskrank. Ne? Dann kann man da wunderbar jetzt mitarbeiten, ne? Wunderbar. So, ich nehme mal ein bisschen den Daumen, das Display ist nämlich zu groß für meine hier zu kleinen Finger, ne? Browser. Apropos zu klein, eigentlich ist die Google-Seite, die hier erscheint, noch zu klein, das kann man auch nicht zoomen, das kann man festhalten und kann sich das kopieren, ne, für in eine andere Anwendung rein, dann könnte man in eine andere Anwendung reingehen. Man sieht hier oben die zuletzt geöffneten Anwendungen, wenn ich länger festhalte, erscheint ja ein X, kann ich die wegmachen. Ne?
Wie gesagt, dann hätte man hier noch die Apps zu installieren. Da muss man aber einen Account anlegen. Also hier simuliere ich das komplette entsprechende App-Phone. Dann könnte ich das installieren. Dann würde ich gefragt, ich habe keinen Account. Warum nicht und wieso nicht? Jammer. Da könnte ich gewisse Dinge tun oder auch nicht tun. Ne? Open. Mal gucken, ob es geht. Wahrscheinlich fragt er, ob ich nach einem Account oder auch nicht. Schau mal. Oh, geht sogar. Guck mal da. Jetzt könnte ich mir hier über das entsprechende App mal gucken, was es mir so hergibt. Ob es schon Einstellungen hat. Das kann ich auch ein bisschen laufen lassen. Ich finde genau deine Musik. Ne? Ja, wunderbar. Ne? Geht. Ne? Hier kann ich mal gucken. Was weiß ich. Gebrauchshinweis. Laut FM. Play. Ne? Geht. Würde dann spielen, wenn ich jetzt meine Musik anhöre. Habe ich jetzt hier mal so ein bisschen ausgeschaltet, könnte ich jetzt hier oben mal gucken. Habe ich, glaube ich, den Sound habe ich den an. Den habe ich an, aber wahrscheinlich fürs Video habe ich den jetzt mal kurz gecancelt. Alles funktioniert. Man kann das Ubuntu Phone simulieren. Ich muss jetzt mal genau gucken, dass ich hier nicht auf dem Rand von dem Phone bin, sondern auf dem entsprechenden Video. Jetzt habe ich natürlich nicht zwei Apps gleichzeitig an. Jetzt sollte ich mal irgendwas anderes, was weiß ich, System Settings, ne? Launch. Gut, Systemeinstellung, About this phone. Das ist jetzt mit dem Ubuntu x86 Emulator gemacht. Und jetzt kann ich hier so rüberwischen. Ich glaube, ich muss immer meinen Daumen nehmen. Das geht gleich besser. Gucken. So, so. Naja, ich habe so zu krumme Finger, glaube ich. Ne? Das wusstet ihr schon immer. Back, back. So, und hier wieder rüberwischen. Mal gucken, ja, da sind wir wieder da. Installiert. Also man kann das Phone schon lustig benutzen. Ne? Finde ich jetzt witzig. Und gleichzeitig da einen normalen Touchscreen, sofern das ist. Und ich habe hier noch nicht mal ein normales Ubuntu. Ich habe hier noch einige OpenGL-Fehler. Kann sein, weil ich hier unter Linux Mint gar kein Unity habe. Ne? Weil ich kein Unity habe. Und hier hat es einen anderen Display-Manager unter Linux Mint. Diesen Marco heißt der, glaube ich. Ne? Hier sieht man Dash-Plugins, Amazon brauche ich nicht, ne? Alles Ubuntu könnte ich da wiederholen oder auch nicht. Hier wieder zurück. Jetzt könnte ich hier mal da rüber gehen wieder. Und da gibt es, ja, anrufen werde ich wohl kaum können. Ne? Ja, weil das hier keine Handykarte hat, das Ding. Aber wenn ich dann sowas hätte, könnte ich hier Kontakte verwalten. Und Keypad. Die Eingabe könnte ich hier 0815 4711 eingeben. Ja. Und da bin ich bei Videos online. Bla bla bla. Kann ich mir ein Video angucken, Play. Dann funktioniert hier wie gesagt auf einem ganz normalen PC. Ja, gehe auf eine Webseite, das ist quasi ein Webbrowser. Ich könnte da hingehen. Ich mache es vielleicht mal hier fürs YouTube mal lieber weg. Nicht, dass ich da hinterher gegen irgendwelche Copyrights verstoße. Gut, wie gesagt, jetzt drücke ich mal hier irgendwo drauf. Längere Zeit hat es dann dieses Kreuzchen zum Schließen. Also, es geht schon. So, kann ich da drauf? Gehe ich da drauf? Muss ich, glaube ich, dann so machen. Genau. Check for Updates. Updates fahren auf dem Phone. Kein Problem. Geht. Ja, wollte ich nur kurz gezeigt haben. Wir haben, wie gesagt, die Möglichkeit, entweder das komplette Phone zu simulieren oder aber wir gehen halt den anderen Weg, wie ich schon mal gezeigt habe, mit QML-Szene. Da muss man Qt5 installiert haben, da kann man solche Spielchen machen. Ne? Control-Keys kann man da alles eingeben. Könnte gegebenenfalls über Bildschirmtastatur irgendwas machen. Oh, jetzt habe ich schon lange geschwätzt, 6 Minuten. Ab dem Zeitpunkt, wo ich die Stoppuhr gestartet habe, machen wir mal Stopp. Ich hoffe, ihr mitgeholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und tschüss. Heute ist der 13. Wie furchtbar.